Und damit Aussicht auf einen WM-Kampf, auch für ihn, für Juan Pablo Hernández. Großer Gewicht, 12 Runden, aber viele am Ring glauben nicht daran, dass dieser Kampf hier heute Abend über die volle Distanz geht. Der Kubaner Hernández in der Rechtsauslage. Und schon die erste Überraschung zu Beginn des Kampfes. Braithwaite, der eigentlich auch in der Rechtsauslage steht, beginnt in der Normalauslage und bekommt hier die erste Hand von Hernández. Die erste linke Schlaghand. Und gleich auch der erste wilde, emotionale Schlagabtausch. In der Beziehung sind sich die beiden natürlich ähnlich. Zwei echte Heißsporne, die sich nicht immer an die taktischen Vorgaben ihrer Trainer halten. Und Braithwaite jetzt in seine eigentliche Auslage, in die rechte gewechselt. Das werden wir vielleicht noch einige Male in diesem Kampf sehen. Hernández mit der längeren Reichweite muss versuchen, hier lang zu boxen und hat ihn zum ersten Mal am Boden. Ringrichter Martinez zählt und Braithwaite steht wieder. Das ist die erste wichtige Erkenntnis für den Mann aus New York. Gegen Hernández sollte man nicht mitschlagen. 8 von 14 Kämpfen hat der Kubaner in der ersten oder zweiten Runde beendet. Das kann man natürlich gegen einen Ex-Weltmeister wie Braithwaite nicht erwarten. Aber das war natürlich schon mal eine ganz klare Ansage. Und nächste schwere Hand. Und Hernández setzt nach. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht überpaced. Denn der Mann aus New York ist ein sehr erfahrener Boxer. Der hat schon einige Ringschlachten geschlagen, war Weltmeister 2002, hat den Titel dreimal verteidigt und dann in einem Vereinigungskampf gegen Jean-Marc Womack verloren. Und wenn Sie auf die Hose schauen von Braithwaite, da steht vorne drauf Big Truck, der Gegner in seinem ersten Profikampf. Der Schwerkerogen hat gesagt, es war so, als wenn du gegen einen Truck läufst. Guter rechter Kopfhaken von Braithwaite. Aber die erste Runde geht natürlich ganz klar die zweite Runde. Braithwaite bislang sehr verhalten. Für ihn eher ungewöhnlich. Er ist ein Mann, der eigentlich in den ersten Runden des Kampfes sehr hohes Tempo geht. Aber er muss natürlich auch diesen Niederschlag erstmal wegstecken. Versucht es wieder in der Linksauslage. Hernández darf nicht zu lange warten, muss den Jab bringen, versucht es jetzt hier und muss vor allem locker bleiben. Darf jetzt nicht mit Gewalt den Knockout suchen. Muss erstmal den Kampf bestimmen, hier punkten mit der Führhand. Den richtigen Rhythmus finden. Ja, ganz stark. Angriff von Braithwaite abgefangen. Und dann kommen gleich mal so 3-4 Hände rübergeflogen. Sehr stark. Und der Uppercut als Konter geschlagen.
Alter, können diese Augen lügen? Versucht jetzt, Hernandez ein bisschen aus der Ruhe, aus dem Konzept zu bringen. Hände mit ein bisschen zu viel Kraft geschlagen jetzt von Hernandez. Dadurch auch besser sichtbar für den Gegner. Die müssten einfach ein bisschen lockerer kommen, ein bisschen leichter. Das ist die Gefahr, die Wegener gesehen hat nach der ersten Runde, dass er jetzt zu viel Kraft vergeudet in diesen ersten Minuten des Kampfes. Kraft, die dann vielleicht hinten raus fehlt. Ja, auch die erste Hand von Braithwaite drin. Genau das. Und da war Hernandez einfach viel zu offen. Das ist das Duell eines fast noch Jungprofis, eines 23-Jährigen gegen einen routinierten Berufsboxer, der seit 11 Jahren im Ring steht. Der vor einem Jahr um die WM nach WBO-Version gekämpft hat gegen Enzo Macarinelli und dann nach 12 Runden nach Punkten verlor. Aber der hat durchaus noch einiges vor in seiner Karriere, zeigt jetzt an, dass er keines Problem mit dem linken Auge hat. Kann sein, dass da ein Kopfstoß gewesen ist, aber das werden wir uns vielleicht nochmal dann in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall muss er versuchen, lang zu bleiben. Und da war die Hand von Braithwaite. Und es war eine schwere Hand. Kommt der nochmal hoch? Genau das, was wir befürchtet hatten. Dass er im Schlagabtausch zu offen ist. Und jetzt zählt der Ringrichter. Und wie lange zählt er? Er zählt bis 8. Hernandez ist noch nicht wieder da. Versucht jetzt zu clinchen, zu klammern. Das ist die einzige Chance, um hier diesen Kampf vielleicht noch fortsetzen zu können. Ist wieder am Boden. Er galt als der härteste Puncher im Cruisergewicht, dieser Wayne Braithwaite. Und diesen Titel trägt er zurecht. Zweiter Niederschlag, noch 1,18 und ich glaube, das war's. Martinez zählt nochmal, aber Hernandez ist nicht da und er bricht den Kampf völlig richtig ab. Außer sich vor Freude. Fast eine Art Explosion für Wayne Braithwaite. Hat diese erste schwierige Runde überstanden und dann die Deckungslücken bei Hernandez genutzt. Und der ärgert sich. Er weiß genau, dass er die taktische Linie von Uli Wegener verlassen hat. Er hatte alle Trümpfe in der Hand nach dieser ersten Runde. Er lag nach Punkten haushoch vorn. Und er hat sich dann in den Schlagabtausch reinziehen lassen. Gegen diesen routinierten Mann, gegen diesen starken Puncher. Der von 25 Kämpfen 18 durch Knockout gewonnen hat. Und da gilt der alte Spruch. Erfahrung kannst du dir nicht kaufen. Die musst du dir im Boxring holen. Und das wird sicherlich eine sehr wichtige, aber auch bittere Erfahrung für Juan Pablo Hernandez gewesen sein. Im Schlagabtausch, in der halben Distanz, wo er als größerer Mann gar nichts zu suchen hat. Und dann stand er natürlich nur noch mit wackeligen Knien im Ring, fällt hier ohne Schlagwirkung um, weil er ganz einfach den Treffer noch nicht weggesteckt, verdaut hatte. Eine Lehrstunde für den jungen 23-jährigen Kubaner, der Juniorenweltmeister war. Und er kann sich freuen. Wayne Braithwaite, die Nummer 11 der WBC. Hernandez war schon die